Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem MS-Talk hier im schönen Hohensülzen. Worum geht es? Um eine alternative Multiple-Sklerose-Therapie, die seit über 30 Jahren es schafft, die Multiple-Sklerose zum Stillstand zu bringen und sogar im chronisch progredienten Verlauf. Hier die wichtigste These, die wir heute vertiefend und ausführlich diskutieren wollen. Die Multiple-Sklerose kann in der Mehrzahl der Fälle in allen Krankheitsstadien zum Stillstand gebracht werden. Eine gewagte Behauptung? Wir werden sehen. Zunächst begrüße ich hier Frau Ursula Muhr, die seit langen Jahren an Multiple Sklerose leidet. Herzlich willkommen. Sie sind in Behandlung bei Herrn Dr. Hebner, den ich ebenso herzlich begrüße. Herzlich willkommen. Ich darf mich bedanken und auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Vielleicht als erste kurze Einstiegsfrage, was ist eigentlich Multiple Sklerose, Herr Dr. Hebner? Die Multiple Sklerose ist eine chronische Entzündung des zentralen Nervensystems und wird gewöhnlich den Autoimmunerkrankungen zugerechnet. An unterschiedlichen Positionen im Rückenmark oder im Gehirn kommt es zu einer Beschädigung des Hirn- oder Nervengewebes, wobei primär die Isolierschicht, das sogenannte Myelin, betroffen ist. Dadurch können Symptome entstehen, wie beispielsweise Sehstörungen, Empfindungsstörungen, Bewegungseinschränkungen. Mit Fortdauer der Krankheit kommt es häufig zu einem vollständigen Gewebsschaden im Sinne Zerstörung, der dann vernarbt. Die Vielzahl solcher Positionen und die Vernarbung haben der Krankheit ihren Namen Multiple Sklerose gegeben. Ja, Frau Muhr, wie ging es Ihnen denn genau? Können Sie es etwas eingehender schildern, als Sie zu Dr. Hebner kamen? Nach meiner Diagnose kam dann meine Freundin ein Glück und hat mir den Tipp gegeben, zum Dr. Hebner zu gehen. Und als ich das erste Mal bei ihm war, musste ich noch von meinem Mann gestützt werden und konnte also kaum noch alleine gehen und halt nur mit Hilfe. Und dann ging es eigentlich, nachdem ich ein sehr gutes Aufklärungsgespräch hatte, dass ich genau wusste, was auf mich zukommt. Und ich mich dann entschieden habe, diese linolsäure-reduzierte Ernährung zu machen und Ernährungsergänzung, ging es halt, wie gesagt, sehr schnell. 3 Monate, da habe ich schon das erste gespürt. Und nach 6 Monaten ging es auch wieder mit dem Laufen und Lauffähigkeit und allem anderen wesentlich besser. Ganz schnell. Und es ging dann auch ganz schnell, wurde es sehr alltäglich. Auch mit der Ernährung, Ernährungsergänzung, ganz normal. Auch für die Familie. Man spricht von in Deutschland weit 150.000 Betroffenen, weltweit 2,5 Millionen. Was hat denn die bisherige Forschung bei dieser Krankheit überhaupt erreichen können? Über grundsätzliche Mechanismen, die bei der Krankheit bedeutsam im Ablauf der Gewebsschädigung sind, ist der Fortschritt in den letzten 20 Jahren erheblich. In puncto therapeutische Möglichkeiten nimmt er sich wesentlich bescheidener aus. Vor gerade mal 20 Jahren wurde das erste Medikament mit den Interferonen zugelassen. Es folgten später andere Injektionspräparate, zum Beispiel Copaxone, inzwischen auch als Tablettenform in der Therapie anwendbare Möglichkeiten der Medikation, Chemotherapien, monoklonale Antikörper, um nur Stichwörter zu nennen. Allerdings ist der Horizont einer wirklich vollständig beherrschten Krankheitsruhe und die Verhinderung des weiteren Fortschreitens nur einer kleinen Anzahl der Anwender dieser Therapien zuteil. Generell versucht man, die Verzögerung des Fortschreitens zu bewirken. Diese Fortschritte sind unstrittig, allerdings auch, dass sich beim chronischen Verlauf, der entweder von Anfang an chronisch stattfindet, sogenannter primärchronischer oder nach schubförmiger Phase entsprechend zu einem sekundärchronischen wird, dort sind die Therapieoptionen wesentlich bescheidener beziehungsweise bei primärchronischer MS überhaupt nicht vorhanden. Frau Muhr, wissen Sie denn mittlerweile, was Ihre Erkrankung ausgelöst hat? Nee, leider nicht. Und die Wissenschaft, die wissen es auch alle nicht. Und es gibt ganz viele verschiedene Faktoren. Aber was es nun wirklich auslöst, das weiß keiner und ich schon gar nicht. Dr. Hebner, können Sie helfen? Ich würde herzlich gerne, bin aber genauso ratlos wie jeder andere, der seriös versucht, zu dem Problem Stellung zu nehmen. Das, was die Wissenschaft identifiziert hat und ernsthaft verfolgt, sind die Faktoren Erblast im Sinne familiärer Häufung, aber nicht Erbkrankheit. Ein weiterer Punkt sind infektiöse Erreger, verschiedene Viren und eben auch Bakterien, die angeschuldigt werden. Und der dritte große Komplex bezieht sich auf Umweltfaktoren, bei denen die Palette fast unendlich scheint und auch verschiedensten Hypothesen Tür und Tor geöffnet ist. Nach dem, was wir von den krankheitszerstörerischen Reaktionen im Gewebe wissen
unterscheidet man mindestens 4 verschiedene Typen dieser MS-Erkrankung feingeweblich und die verlaufen in sich doch so unterschiedlich, dass die Hoffnung und Annahme einer einzelnen Universalursache eigentlich nicht erfüllt werden kann. Das heißt, Umweltgifte sind noch im Gespräch. Umweltgifte sind ein klassischer Kandidat für diese für das Ingangsetzen der Multiplen Sklerose. Ich erinnere an die Diskussion um das Amalgam, Quecksilber, Cadmium, Schwermetalle schlechthin. In den letzten Jahren zunehmend häufiger auch die Diskussion ums Aluminium. Des Weiteren werden aber auch Nahrungsbestandteile als wichtige Kandidaten angeführt. Gluten im Getreide oder auch Zuckerverbrauch sind wichtige Komponenten, die immer wieder entsprechend auch mit Ideelich verfolgt werden. Ich verfolge die Theorie, dass die Veränderung der Fettsäuren in der Ernährung des Menschen maßgeblichen Einfluss auf die Krankheitsmechanismen nehmen können. Was hat Sie denn nun gerade zur Überprüfung dieser These ermutigt? Im Grunde genommen eine sehr simple Reduzierung der Abläufe, die bei der MS entsprechend mehr oder unterschiedlich gewichtet stattfinden. Wir haben es mit einer chronischen Entzündung zu tun, wir haben es mit einem immunen Ungleichgewicht in der Reaktionslage zu tun und letztlich geschieht ein Zellschaden, der nach wenigen bekannten Mustern im Menschen überhaupt im Alterungsprozess oder krankheitsbezogenen Zellschaden entsprechend abläuft. Ist es denn auch möglich, dass sich die Zellen wieder regenerieren aufgrund dieser Beeinflussung des Fettstoffwechsels? Die Zellen können sich regenerieren. Bei der Multiplen Sklerose gibt es halt nicht nur die zerstörerische Komponente, sondern auch eine gewebliche Reparaturkomponente, die sogenannte Remyelinisierung, das heißt Neubildung von Isolierschichten um die Nervenfasern herum. Diese Komponente ist lange Zeit strittig betrachtet worden, allerdings gab es bereits seit Beginn der 1980er Jahre entsprechende feingewebliche Befunde, die es entsprechend schon ahnen ließen oder dargelegt haben. Seit dem Jahr 2006 hat die Arbeitsgruppe um Hans Lassmann in Wien, weltführender Neuropathologe auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose, nachweisen können, dass diese Remyelinisierung eine biologische Eigenschaft ist, die man bei jeder Verlaufsform der MS in jedem Lebensalter antreffen kann. Wenn Sie es für mich als Laien nochmal formulieren, um welche Fette geht es da? Um ein mögliches Missverständnis aufzuklären. Diese Fette sind nicht im Sinne der Ursächlichkeit der Krankheit zu betrachten, sondern durch ihre Einflussnahme auf diese Krankheitsmechanismen, von denen ich sprach. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zu denen diese Linolsäureproblematik gehört, verstärken Entzündung, Immunreaktion und Gewebsschaden durch überproduzierte Sauerstoffradikale, die maßgeblich für den Gewebsschaden verantwortlich zeichnen. Das heißt, ich muss Linolsäure weglassen? Es geht nicht um Weglassen, was selbst theoretisch nicht ginge, es sei denn, Sie verzichten gänzlich auf Nahrungszufuhr. Das bedeutet im Regelfall keine bekömmliche Langzeitanwendung lebensbezogener Umstände. Es geht darum, einen inzwischen etablierten Überschuss dieser Linolsäure, das hat vor allem damit zu tun, dass man im Rahmen der cholesterinbewussten Ernährung eine Überfrachtung mit solchen Fetten entsprechend angeraten hat, diese übermäßige, im Körper des Menschen repräsentierte Fettsäure auf ein offenkundig normales, vernünftiges Maß biologischer Existenz des Menschen zu reduzieren. Also gibt es sozusagen günstige Lebensmittel und ungünstige Lebensmittel, wenn ich MS habe? Das ist korrekt. Und was wäre günstig, was wäre ungünstig? Können Sie ein Beispiel sagen? Es geht primär um den Linolsäuregehalt der einzelnen Lebensmittel. Das heißt, solche mit einem sehr hohen Gehalt sind für die Patienten nicht günstig oder ungünstig. Als da wären insbesondere Pflanzenöl, Margarine und Mayonnaise. Fettreiche Fleischprodukte oder auch Milchprodukte sind nicht ganz so günstig. Besonders günstig sind Lebensmittel, die wenig Linolsäure enthalten oder deren Verstoffwechselung im Körper aus unterschiedlichen Gründen so nicht bedeutsam ist. Obst, Gemüse mit seltenen Ausnahmen gehört zu den wirklich regelmäßig verzehrten Produkten meiner Patienten. Komplexe Energielieferanten, Kartoffeln, Nudeln, Reis, ebenso fettarme Milchprodukte und viele, viele andere Dinge, die auch den Alltag der Ernährung eines durchschnittlichen Menschen in Vielfalt und Abwechslungsreichtum bedeuten. Frau Muhr, stimmt das? Ist das einfach, die Therapie zu halten? Sie haben jetzt ja mehr als 10 Jahre Erfahrung damit. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich entscheidet und auch Ernährung umstellen muss. Braucht es natürlich eine Zeit. Es ist für mich ganz normal. Hülsenfrüchte und Nüsse könnte ich noch hinzufügen. Kann man auch sehr gut ohne leben. Wo immer gesagt wird, Mandeln und Nüsse sind so furchtbar gesund.
Also es ist überhaupt kein Problem und ich berechne die Linolsäure genauso wie andere mit Kalorien rechnen, ist überhaupt kein Problem. Also kein Mangel bei der Ernährung, Sie fühlen sich überhaupt wohl? Nicht, ja, mir geht es sehr gut damit, ja. Es geht auch nicht um Verbote, wenn ich es richtig verstanden habe, im engeren Sinne. Ich würde mir nie anmaßen, Menschen, die bei Bewusstsein sind und ein erwachsenes Leben führen, mit Verboten zu belegen. Es geht darum, eine vernünftige Modifikation der jeweiligen Fettsäuremengen herbeizuführen, die auch Abwechslungsreichtum entsprechend beinhaltet. Meine Patienten haben regelmäßig nach einer kürzeren Eingewöhnungsphase von mehreren Monaten für sich selber nicht mehr den Eindruck einer strengen Restriktion unterworfen zu sein oder Verzicht zu üben. Ganz im Gegenteil. Das eine ist ja die Reduktion der Linolsäure, wenn ich es richtig verstanden habe. Als zweite Komponente gibt es aber Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, bestimmte Stoffe müssen zugeführt werden. Das ist richtig. Warum und in welcher Weise geschieht das? Das ist richtig. Im Therapieprogramm ist die eine Wirkkomponente, die praktisch für sich genommen auch schon einen eigenen Grad an Wirksamkeit erzielt, diese Linolsäureverringerung. Also auch ohne den Aufwand der Nahrungsergänzung kann man damit bereits Wirksamkeitsvorteile für den betroffenen Patienten rekrutieren. Auf der anderen Seite ergänzt das Programm aber entsprechende Nahrungsergänzungsmittel, die im Prinzip von ihrer Wirksamkeit her vergleichbar sind mit Arzneistoffen. Nur ihre Verkehrsfähigkeit unterliegt halt diesem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Unabhängig vom Status dieser Gaben, um welche Mittel handelt es sich denn? Wie wirken sie im Körper ganz kurz? Im primären Grundkonzept des Dosierplanes der Patienten sind verankert Omega-3-Fettsäuren in Form von Fischöl hochkonzentriert, Vitamin E, Selen, B-Vitamine und noch eine natürliche entzündungshemmende Substanz. Wichtig dabei ist, dass von diesen einzelnen Stoffklassen ihre antientzündliche, ihre immunmodulatorische oder auch gewebsschützende Wirkung biochemisch längst belegt ist, allerdings nicht die Prüfung im Zusammenhang mit der MS-Erkrankung. Wichtig zu diesem Grundpaket, möchte ich es mal nennen, wird bedarfsgerecht, das heißt nach Blutanalyse, auch Vitamin D eingesetzt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, das Begreifen von Umweltfaktoren in den letzten Jahren als bedeutsam in Sachen MS hat auch international entsprechend zum Durchbruch verholfen. Es laufen Zulassungsstudien für die Behandlung der MS mit Vitamin D. Ich setze es ergänzend ein in den Fällen, wo der Blutspiegel tatsächlich zu niedrig ist. Vitamin D kann auch immunmodulatorisch sehr exakte Reaktionen mit begünstigen und insofern ist es ein wichtiger Baustein im Bedarfsfall. Muss es denn Fischöl sein? Was ist mit Krillöl? Krillöl ist auch eine wirksame, hochwertige Fettsäuremischung. Allerdings ist in den Hochkonzentraten, also in Fischöl-Hochkonzentraten, der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren deutlich höher. Um die Tagesdosis beim Omega-3-Bereich wirklich zu versorgen, müsste man relativ große Mengen Krillöl konsumieren, was dann auch eine erhebliche Kostensteigerung zur Folge hätte. Und kann man Omega-3-Fettsäure auch pflanzlich zuführen? Theoretisch ja, und das wird immer wieder geltend gemacht. Es sei unabhängig davon, ob Omega-3 in pflanzlicher Form, das ist die Mutter der Omega-3-Fettsäuren, die Alpha-Linolensäure, oder konkret Fischölfettsäuren entsprechend versorgt werden. Leider ist diese Annahme falsch und überholt. Entgegen der früheren Auffassung, dass etwa 10% der pflanzlichen Omega-3-Fettsäure-Mutter in Omega-3-Fischölfettsäuren im Menschen umgewandelt werden könnten, liegt diese Umwandlungsrate bei 2 oder 1%, wird aber nochmals reduziert durch die gleichzeitige Präsenz an Linolsäure. Es gibt einen Verdrängungsmechanismus im biochemischen Stoffwechsel. Frau Moore, jetzt an Sie die Frage, ist es die Einnahme dieser Nahrungsergänzung genauso einfach wie die Therapie, die fettreduzierende Therapie? Es ist natürlich eine Eingewöhnungszeit, wie Herr Dr. Hebner schon gesagt hat, dauert es schon 3 bis 6 Monate, weil man schon einiges verändern muss. Aber normalerweise, also das ist für mich mit der Ernährungsergänzung, mit der Einnahme genauso normal und mit dem Essen vielleicht etwas anders zubereiten, als das andere denkt, ganz normal, überhaupt kein Problem. Bekommen Sie die Präparate eigentlich von Ihrer Krankenkasse erstattet? Leider nicht. Die Krankenkasse sagt leider nicht, Ernährungsergänzungsmittel übernimmt sie leider nicht. Sie sagten vorhin, Sie verordnen das wie ein Medikament. Das ist auch kein Argument für die Krankenkassen, Herr Dr. Hebner. Das ist kein Argument. Das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland schreibt vor, dass für eine Leistungsbewilligung
eine entsprechende wissenschaftliche Beweisführung angetreten sein muss. Dazu ist es erforderlich, entsprechend sehr aufwendige, randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudien und das möglichst multizentrisch durchzuführen. Und das ist ein Aufwand, der vom Einzelnen nicht zu bewältigen ist oder auch von kleinen Firmen nicht. Ich muss allerdings hinzufügen, dass es bis Mitte der 1990er Jahre mehrere hundert meiner Patienten gab, die entsprechende Einzelfallentscheidungen positiv von ihren Krankenkassen zur Unterstützung erhielten. Durch veränderte Rechtsprechung und Gesetzeslage allerdings wurden diese Bewilligungen annulliert. Etwas anders stellt sich es beim privaten oder beihilfeberechtigten Patienten dar, privat versicherten Patienten. Da müssen die Versicherer eigentlich eintreten nach dem Leistungsrecht, versuchen sich aber auch immer aus ihrer Verantwortung zu stehlen und zu verweigern, wo immer es geht. Jetzt haben Sie gesagt, und wir haben es auch am Anfang dargestellt, dass Sie Erfolge erzielen. Wo kommen denn diese hohen Zahlen her, wenn Sie keine Studie machen konnten? Wir haben durchaus im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten versucht, eine Fallbeobachtung, das heißt eine rückblickende, eine retrospektive Anwendungsstudie entsprechend auf den Weg zu bringen. Diese wurde vor etwa 15 Jahren begonnen und vor 13 Jahren auch publiziert. Mit über 400 Patienten haben wir im Rahmen dieser Studie über langjährige Therapieanwendungen ausgewertet, wie die Ergebnisse in der Behandlung sind. Dazu muss angemerkt werden, dass von diesen über 400 Patienten, die mehr als 5 Jahre Therapieanwendungen absolviert hatten, mehr als 2/3 bereits sogenannte chronische Krankheitsverläufe mitbrachten, als wir Kontakt aufnahmen oder in die Therapie einstiegen. Und das ist insofern wichtig, weil beim chronischen Verlauf die Prognose pessimistisch besiegelt scheint und dann aber eben in der Anwendung sich erheblich positive Ergebnisse entsprechend darstellen ließen. Okay, das heißt, Sie haben die Krankheit zum Stillstand gebracht. Wie kann man das etwas näher erläutern? Was heißt Stillstand bei MS? Stillstand bei MS ist eine sehr hohe Forderung, die ich versuche, a, durch die Stabilität des Krankheitsbildes zu überprüfen, b, durch messtechnische Absicherung, insbesondere Bildgebung, Kernspintomographie und entsprechend natürlich auch möglichst im sogenannten Stadium der Schubfreiheit. Das heißt, der Patient, der langjährig keine weiteren Krankheitsaktivitäten zeigt, ist entsprechend auch als erfolgreich therapiert zu sehen. Unterschiedlich je nach Krankheitsverlauf, bei dem sogenannten schubförmigen Verlauf, wo also die akuten Verschlechterungsphasen mit Ruhephasen wechseln, kann dies auch mal zufällig passieren, wie bereits angemerkt, bei den chronischen Verläufen eher als extremst seltene Einzelfallsituation. Und die Ergebnisse unserer Studien waren so, dass bei schubförmigem Verlauf nach, wie bereits gesagt, mehr als 5-jähriger Anwendung bei über 84% der Patienten keine weitere krankheitsbezogene Verschlechterung eingetreten war. Noch erstaunlicher, bei den sogenannten sekundärchronischen, die nach früherer Schubförmigkeit in die fortschreitende Krankheitssituation eintraten, lag dieser Erfolgsgrad ebenfalls in der Größenordnung von 84%. Anzumerken ist aber auch, dass etwa 40% in diesen beiden Verläufen jeweils sogar dauerhafte Verbesserungen gegenüber der Ausgangssymptomatik bei Therapiebeginn auswiesen. Und als besonders hervorzuheben, auch Patienten mit primär chronischem Verlauf, die, es war bereits erwähnt, noch keinerlei offizielle Therapieempfehlungen entsprechend evidenzbasiert erhalten, lag der Stabilitätsgrad bei fast 80% und immerhin noch knapp 30% Verbesserungen. Bei einem solchen Krankheitsverlauf extremst positiv. Frau Mohr, an Sie die Frage, wenn man jetzt zu Dr. Hebner kommt, wie lange muss man denn warten, wie lange muss man die Therapie machen, bis man erste Wirkung verspürt? Also nach 3 Monaten geht es einem eigentlich, merkt man die Wirkungen, hat man sich auch eingestellt und umgestellt und nach einem halben Jahr geht es wirklich richtig, dass man wirklich merkt, wow, es passieren ganz viele tolle Sachen, man nimmt ganz viele andere Sachen wahr, man hat es dann endlich so verinnerlicht, man macht es dann einfach und nach einem Jahr kommt eigentlich gar nichts Schlimmes mehr. Also da hat man auch keine große Angst mehr, dass irgendwas kommt und ist überhaupt kein Problem. Also man stellt sich ganz normal auf, das ist ganz normal dann. Das heißt, Ihr Therapieziel ist erreicht, würden Sie sagen, mit Hilfe der Ernährungsumstellung und der Ergänzungsmittel? Ja, also mein Therapieziel ist insoweit ja erreicht, dass ich schubförmig bin und seit vielen Jahren schon schubförmig bin. Ich habe Probleme, dass ich linksseitig gelähmt bin, besonders mein linker Arm.
Das ist aber auch jetzt ergotherapeutisch, physiotherapeutisch wird das gut bearbeitet, verändert sich auch sehr positiv und von allem ist einfach sehr positiv und sehr gut und ich bin ganz frisch und fröhlich. Das klingt doch sehr schön. Dr. Hebner, welche Patienten kommen denn typischerweise in Ihre Praxis? Typischerweise kommen zu mir Patienten, die bereit und willens sind, der Eigenverantwortung im Umgang mit der Krankheit auch durch maximale Leistung entsprechend entgegenzutreten oder nicht der Verantwortung entgegenzutreten, sondern der Entwicklung der Krankheit entgegenzutreten. Der typische Patient, der zu mir kommt, ist ein chronischer Krankheitsverlauf. Wie ich erwähnt habe, etwa 80% aller Patienten, die mich hier aufgesucht haben, inzwischen sind es knapp 5000 MS-Patienten, die ich in meiner Kartei führe, kamen als primär- oder sekundärchronische Verläufe. Und für diesen Erstgenannten nach wie vor ist die therapeutische Situation ohne Empfehlung aus dem offiziellen Bereich. Und diejenigen, die als sekundärchronisch zu mir kamen, hatten im Regelfall die verfügbaren Therapieformen offiziell entsprechend auch hinter sich gebracht, galten mithin, böses Wort, als austherapiert, waren aber nicht willens, einfach nur hinzunehmen, sondern ließen sich aus der Elementarlogik eines solchen Therapievorschlags dazu verleiten, es zu probieren. Und so wie die Frau Moore das hier dargestellt hat, es braucht etwas Zeit. Das hat damit zu tun, der Austausch der Fettsäuren ist ein kontinuierlicher Vorgang und nicht von heute auf morgen in irgendeiner Form Wunderpille oder Injektion in den Körper hineinzuschießen, sondern es braucht Kontinuität und auch die Anreicherung der anderen genannten Substanzen ist ein zeitintensiver Vorgang. Im Regelfall allerdings im zweiten Halbjahr der Anwendung ist für den Patienten die Erlebbarkeit im Sinne der Besserungsfähigkeit gegeben. Und wenn ich hier kurz ergänzen darf, auch bei der Frau Moore, sie erwähnte, dass sie jetzt seit Jahren schubförmig ist. Als sie kam, war sie eigentlich fortschreitender Krankheitsverlauf, also auch dieser chronisch progrediente, der, wenn man ihn dann in eine Langzeitstabilität überführt, durch äußerliche Ereignisse eben auch mal wieder kurzfristig aktiviert sein kann. Dann ist Cortisontherapie Behandlung der Wahl. Aber grundsätzlich, wenn ich das sagen darf, ging es Ihnen, als wir uns erstmalig kennenlernten, beträchtlich weniger gut, als das heute der Fall ist. Wesentlich schlechter. Eine andere Frage, kann man denn die schulmedizinische Therapie parallel zu Ihrer Ernährungstherapie anwenden? Das wird sicher viele beschäftigen, die uns heute zuschauen. Dagegen gibt es nicht ein elementares biologisch-medizinisches Hindernis. Das heißt, man kann beides parallel machen? Man kann beides parallel machen und ich danke Ihnen auch für die Frage, weil wenn die Patienten noch mit einem schubförmigen Verlauf zu mir kommen, grenze ich selbstredend die Palette der verfügbaren zugelassenen Immunmodulatoren in der Therapiestrategie nicht aus. Wenn man ernsthaft Erfolg in der Therapie einer multiplen Sklerose erzielen möchte, ist das erste unabdingbare, die erste unabdingbare Voraussetzung niemals auszugrenzen. Allerdings muss ich natürlich sehr genau schauen, was definiert den einzelnen Krankheitsverlauf, welche Bedürftigkeiten sind da. Die Kompatibilität, die Verträglichkeit, die Vereinbarkeit mit allen zugelassenen offiziellen Therapieformen ist gewährleistet. Und insofern kann auch jeder Patient, der eine immunmodulatorische Basistherapie entsprechend anwendet, als sehr sinnvolle und wirksame Ergänzung diese von mir vorgeschlagenen Prinzipien verfolgen und wird grundsätzlich das bessere Ergebnis erzielen. Das heißt, Sie sind gar kein Gegner der Schulmedizin? Wenn ich meinem akademischen Lehrer noch mal das Wort reden darf, Herr Hebener, Schulmedizin im strengen Wortsinn ist angewandte Naturwissenschaft. Und ich versuche nach wie vor diesem Prinzip zu folgen. Also kann ich kein Gegner wissenschaftlich definierter Medizin sein. Und das würde auch nicht konform gehen mit meinem früheren Berufsbild und meinem Berufsinhalt mit 13-jähriger universitärer Berufsausübung. Mhm. Dennoch ist es sicher sinnvoll, auch wenn man das parallel machen kann, so früh wie möglich zu Ihnen zu kommen. Könnte man das so sagen? Die Elementarlogik jedes Alterns und jeder Erkrankung ist, möglichst frühe Stadien zu behandeln, weil dann im Regelfall geweblicher Schaden und auch symptomatische Ausprägung der entsprechenden Erkrankung noch geringer dimensioniert sind. Wenn es möglich ist, wie bereits vorhin ausgeführt, sogar wieder gewebliche Erneuerungsprozesse, Regeneration auf den Weg zu bringen, werden die sich nachhaltiger, langfristig positiver darstellen, wenn das Prinzip möglichst früher Therapie entsprechend auch zur Anwendung kommt. Allerdings, wie erwähnt, ich lebe mit dem Handicap, dass aufgrund dieser Umstände Patienten regelmäßig dann kommen, wenn sie bereits im relativ fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind.
Aber nochmals, auch dann ist die Rate erfolgreicher Therapieergebnisse weit überdurchschnittlich und weit überzufällig positiv. Ein weiteres Thema ist Rheuma. Auch da gibt es ja einen entzündlichen Verlauf. Welche Erfahrungen haben Sie da mit Rheuma gemacht? Auch eine Volkskrankheit, wenn ich das so sagen darf? Die Prinzipien der Krankheitsmechanismen in puncto Entzündung, Immunreaktion und Gewebsschaden sind hoch ähnlich mit denen der Multiplen Sklerose oder jeder anderen chronisch entzündlichen sogenannten Autoimmunerkrankung. Und insofern ist natürlich die Anwendung auch sinnvollerweise möglich. Der Unterschied, den ich bei Rheuma-Patienten, die in der Anzahl meiner Patienten überschaubar sind, allerdings nicht wenige in Kombination mit der Multiplen Sklerose auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises zusätzlich mitbringen, die Anwendungserfahrungen sind, dass diese Probleme einer rheumatischen Erkrankung nur schneller positiv reagieren, das heißt innerhalb von 8 bis 12 Wochen häufig bereits Besserungen zu sehen und zu bewerten sind, die dann halt wegweisend für den Patienten motivieren. Okay. Was sollte denn ein Patient mitbringen, der jetzt zu Ihnen kommen möchte? Tja, in erster Linie die Zuversicht, dass Zukunft sich lohnt und sich nicht entmutigen lassen von den vielleicht erlebten Ergebnissen sowohl therapeutischer Anwendungen als auch mitunter ärztlicher Kontakte, die nicht immer nur emotional positiv verlaufen, und wissen, was er will. Das trifft für die übergroße Mehrzahl meiner Patienten zu. Das rekrutiert aber auch ihre Bereitschaft durch eigene aktive Mitarbeit im Sinne der Leistungswilligkeit, den entscheidenden Beitrag dazu zu leisten, dass man etwas abwenden kann, was scheinbar unabwendbar schien. Gibt es denn trotz dieser positiven Signale auch Misserfolge in der Therapie? Es wäre absurd, wenn dies nicht der Fall wäre. Die statistische Nullhypothese, wenn ich das mal so etwas entmenschlicht formulieren darf, bei einer chronischen MS lautet, jeder Patient wird sich weiter verschlechtern. Das heißt, das Eindrucksvolle ist die übergroße Mehrzahl der Anwender, die genau diese Entwicklung nicht mehr nehmen. Das allerdings auch eine solche Behandlung mit einem irgendwo begrenzten Wirksamkeitsgrad in ein Krankheitsgeschehen als hochschicksalhaft eingereiht entsprechend versuchen einzuwirken, erklärt, dass nicht jeder Patient diesem gewünschten Goldstandard der vollkontrollierten, stabilen oder gebesserten MS entsprechend zugeführt werden kann. Emotional ist das auch für den behandelten Arzt eine schwere Bürde und bedarf eben der Erfahrung am Schreibtisch der Mehrzahl erfolgreich behandelter Patienten, um das seelische Gleichgewicht zu erhalten. Wie eben Frau Muhr, ich danke Ihnen sehr für die Information und für das vertiefte Gespräch über diese Autoimmunerkrankung. Herr Dr. Thiemann, vielleicht zum Schluss, wo kann man sich denn weiter informieren? Gut, wir leben im Zeitalter der Telekommunikation. Entsprechend vertrete ich auch eine Internetplattform. Das ist www.ms-therapiezentrum.de. Es gibt Telefone, es gibt Faxgeräte, es gibt also vielfältige Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und im Regelfall durch die Präsenz der vielen Patienten auch in der Bundesrepublik und über die Landesgrenzen hinaus gibt es fast immer irgendwo jemanden, der schon jahrelange Erfahrung mit mir und der Behandlung gesammelt hat. Ich habe es auch über eine Freundin erfahren, durch Mundpropaganda, und habe heute die Möglichkeit, mich über einen Chat mit dem Dr. Hebner zu informieren. Das ist richtig und danke für den Hinweis. Im Abstand von etwa 2 Monaten biete ich die Möglichkeit, für 2 Stunden abends entsprechend angekündigt auf unserer Seite mitzuchatten, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen. Und ich kann nur jedem empfehlen, machen Sie sich kundig, informieren Sie sich breitmöglichst, bilden Sie Ihr eigenes Weltbild, damit Ihre Chancen, auch mit einer solchen Erkrankung langfristig gut leben zu können, optimal verbessert werden.